voll süß geworden. Wir sind gerade im absoluten mentalen Zusammenbruch. Das ist so stressig gerade alles. In so 10 Minuten geht unser Bus runter in den Süden. Ach du Scheiße, in 5 Minuten. Wir haben angerufen, die warten 10 Minuten auf uns. Aber wir sind halt im Stau. Wir stehen. Wir schaffen es wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich müssen wir jetzt noch eine bekackte Nacht in scheiß Bangkok chillen und haben 20 Euro extra bezahlt für nichts und wieder nichts. Und das Taxi dahin jetzt natürlich auch. Und das Taxi zurück auch wieder. Ich lieb's komplett. Man kann jetzt auch nichts machen. Wir können ja nur abwarten und Tee trinken. Es passiert gar nichts. Digga, wir sitzen jetzt in einem anderen Bus. Wir sind so fett gerannt. Wir sitzen jetzt in dem Bus nach Phuket. Wir sind literally 19.15 Uhr. Der Moment, bis die auf uns gewartet haben, sind wir hier angetroffen und der Bus war tatsächlich schon weg. Und jetzt sitzen wir bei einem Bus, den wir nicht bezahlt haben und kommen hoffentlich irgendwo an. Ich bin so fertig. Wir fühlen uns so eklig. Wir wollen einfach nur eine Dusche. Ich habe Halsschmerzen, by the way, von der Busfahrt von Chiang Mai nach Bangkok. Da war es nämlich viel zu kalt. Ich habe mir sogar überlegt, doch noch nach Khao Sok zu fahren und die Dschungeltour zu machen, aber dann müssen wir halt jetzt 4 Stunden wieder in die andere Richtung fahren. Und außerdem sollte ich schon fit sein, um so eine 90 Euro 2 Tage Wandertour zu machen. Deswegen machen wir jetzt vielleicht erstmal Inselhopping zuerst. Alter! Sie haben 445 Euro an Trip.com bezahlt. We will send an email to blah blah after your tickets have been issued. Ich bin am 8. zurück in Berlin. Es fühlt sich richtig an. Okay, lasst mich alle in Ruhe. Ich weiß, dass ihr alle gesagt habt, ich soll bleiben. Uns gefällt es eigentlich ziemlich gut. Das ist so schön. Also hier geht wirklich sehr, sehr wenig. Hier geht wirklich sehr, sehr wenig. Wir überlegen noch eine Nacht länger hier zu bleiben, aber wir entscheiden das morgen spontan. Let's go. Erstmal Bikini angeschmissen und jetzt machen wir Party. Guten Morgen. Wir sind heute aufgewacht nach einer fetten Partynacht. Viel erlebt, viel passiert. War absolut mega. Ich habe ganz wenig geschlafen, aber passt. Wir sind heute ein bisschen am Chillen, haben uns die Insel noch mal ein bisschen angeguckt und gehen jetzt gleich noch mal zu einem Viewpoint. Emilia hat gerade Muscheln gesammelt. Zeig. Guck mal. So schön, oder? Wirklich schön. Und dann geht's ab zur nächsten Insel, weil hier ist wirklich so nur Party. Die nächste Insel ist hoffentlich ein bisschen chilliger und da bleiben wir ein paar mehr Nächte. Das ist übrigens auch unser Hostel gewesen. Das war auch voll praktisch. Weil da waren die ganzen Partys, wo wir gestern gechillt haben. Wir waren auch in so vielen Orten. Wir haben so viel erlebt gestern. Boxkämpfe gesehen. War eigentlich voll die geile Business-Idee. Die hatten quasi so einen Boxring. Man musste ein Getränk kaufen, um da sitzen zu können. Ist ja auch eigentlich immer so.
hat man halt einen Free-Eimer Alkohol bekommen, wenn man sich freiwillig gemeldet hat zu boxen. Und dann haben sich halt immer irgendwelche Leute, Randos, gegenseitig zusammengeschlagen. Dann waren wir noch bei einer Poolparty, generell auf sämtlichen Partys. Und dann war so viel Feuershow und die Typen waren so hot und durchtrainiert alle. Und die letzten zwei Tage bin ich ein bisschen oberflächlich geworden. Wir haben es jetzt tatsächlich geschafft, mal wieder unseren Transport zu verpassen. Haben wir halt die Unterkunft für dort trotzdem bezahlen müssen. 2,50 Euro sind es. Ja, ist okay. Wir machen das Beste aus der Situation, weil wir haben ja sogar überlegt, noch einen Tag länger zu bleiben, weil wir es eigentlich ziemlich cool fanden. Also, wir machen mal gerade eine Frisur. Wir zeigen noch Endergebnis, ja? Weil wir gehen vielleicht heute noch auf eine Party. Gestern waren wir ja wieder Party machen. Das war auf jeden Fall nicht vergleichbar mit dem Abend von vorher. Gestern war aber auch okay. Jetzt müssen wir schon wieder uns beeilen, weil heute nehmen wir die erste Fähre rüber zu Koh Lanta, um da ein bisschen zu chillen und weniger Party. Einfach mal ein bisschen durchatmen. Ich wollte euch mal ganz kurz nochmal unsere Unterkunft zeigen, weil leider müssen wir jetzt schon wieder verlassen. Wir haben jetzt 2 Nächte hier gepennt, aber die sieht so süß aus. Das ist das günstigste, was ich bisher hatte. Das ist mein Lieblings. Wir haben halt hier so eine kleine Hütte. Dann haben wir hier so eine Hängematte und so einen kleinen Tisch. Dann kommt man rein. Schutz vor Mücken. Ist halt sehr klein, sehr spartanisch, aber auch ein Ventilator und ein eigentlich ziemlich bequemes Bett. Es ist so süß gemacht. Und jetzt werden wir halt in derselben Unterkunft, aber in einer anderen Hütte. Eigentlich wollen wir gar nicht raus. Okay, Update, wir sind geflasht. Diese Unterkunft ist hundertprozentig die allerbeste Preis-Leistung, die ich bisher je hatte. Und wer irgendwann auf Thailand ist und ein bisschen chillen will einfach nur, weil die Insel kann man jetzt nicht so viel machen, der soll zu Koh Lanta kommen und dann zum Okay irgendwas Hostel. Einfach okay, bla bla. So sieht das hier aus. Haben wir hier eine Hängematte, so ein richtiges Haus und wir haben auch mal Stühle, ein Bett, Ventilator, fucking Kühlschrank. Es ist riesig groß hier auch alles, eigenes Bad sogar, für 4 Euro die Nacht. Geil! So sieht einfach, wenn man Pech hat, eine Pizza in Thailand übrigens aus. Sieht aus wie Barbecue oder sowas. Jetzt bestätigt, es war wirklich die schlechteste Pizza, die wir hier gegessen haben. Mal, was wir uns übrigens gekauft haben, einfach ein Laibbrot. Das war schon mal eine krasse Sache, dass es überhaupt gab.
auch einfach mal geil, nicht nur Reis zu essen. Also generell die Kulisse hier ist wirklich wie im Film. Und es ist sehr schön gerade. Sonnenuntergang. Hier gibt es einfach eine Mini-Insel. Und die exploren wir jetzt. Ey, das sieht fast aus wie ein Totenkopf. Ja, guck mal. Ganz falscher Film hier alles. Oh Gott.